Für alle, die sagen, es ist kalt, habe ich Grippe, bin ich erkältet, geht der Schnupfen mit oder ohne Medikamente besser weg? Jetzt kommt medizinischer Rat von allerhöchster Stelle. Hier ist nach langer Zeit auf vielfachen Wunsch wieder einmal unsere Dr. Eckhardt Hirschhausen Akademie. Die Hirschhausen Akademie. Denn neue Ärzte braucht das Land. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hirschhausen. Ich bin Arzt. Ich möchte Sie gut behandeln. In meinem kommenden Bühnenprogramm Wunderheiler geht es um die große Frage, warum so viele Menschen absoluten Unsinn glauben. Das Telefon klingelt, man geht hin und in dem Moment ruft jemand an. Das haben ganz viele schon erlebt. Oder noch besser, du gehst in die Badewanne, denkst kurz an jemanden, dann ruft genau dieser Mensch an. Und da glauben viele, oh, das ist Telepathie. Telepathie, keine Krankheit von zu viel Fernsehen, sondern Gedankenübertragung ohne Worte. Diese Phänomene sind häufiger, als die Wissenschaft annimmt. Neulich hat sich in Amerika ein Mann gewaschen und sein Zwillingsbruder in Australien wurde plötzlich sauber. Da schweigt die Wissenschaft, aber die Wissenschaft fragt zurück, ist es Telepathie oder wie oft haben Sie an jemanden gedacht und er hat nicht angerufen? Wie oft hat jemand angerufen, an den Sie überhaupt nicht gedacht haben? Und wie oft baden Sie überhaupt? Das heißt, wir müssen unser Denken immer wieder auf die Probe stellen und dazu werde ich in Wunderheiler auch verblüffende Zaubertricks verwenden. Denn sie zeigen uns, wie unser Verstand ganz schnell in die Irre läuft. Zwei Dinge passieren hintereinander und wir denken, oh klar, hast du kapiert, das hängt zusammen. Post hoc ergo propter hoc. Nur weil das nach etwas passiert, man muss das Publikum gezielt überfordern. Denken wir, das hängt ursächlich zusammen. Aber die Welt ist viel komplexer, als unser Verstand sie annimmt. Und die hängen jetzt auch noch kreuzweise. Ich verstehe es auch nicht, aber mal kurz ins Publikum gefragt, wie viele Schnüre glauben Sie, laufen durch dieses Rohr aus dem Bauch? Ein, zwei. Anders gefragt, wer hat Abitur? Nein, das Tolle ist, man muss gar nicht schlau sein, man muss eigentlich wieder einmal staunen können. Staunen ist der Beginn der Philosophie und die Verbindung war gar nicht zwischen meinen Händen, sondern war zwischen Ihren Ohren, in Ihrer Fantasie haben sie eine völlig unlogische Verbindung gemacht, die es in der Wirklichkeit nie gegeben hat. Und so kann man sich ab und an auch daran freuen, dass man nicht versteht, wie die Welt funktioniert und sie tut es trotzdem irgendwie. In diesem Sinne, willkommen zum Wunderheiler. Denn nur weil es bislang niemandem gelungen ist, telepathische Kräfte wirklich zu beweisen, heißt es ja nicht, dass solche Dinge grundsätzlich nicht gehen könnten. Und wer weiß, vielleicht ist unter Ihnen zu Hause jemand, der tatsächlich telekinetische Fähigkeiten hat. Telekinetisch heißt, Sie können durch Geisteskraft alleine Gegenstände bewegen. Und wir machen jetzt den Test aufs Exempel. Alle, die glauben, dass man Gegenstände durch Geisteskraft allein bewegen kann, heben jetzt bitte kurz meinen rechten Arm. Danke. Aber, Herr Schmidt! Fantastisch, Herr Doktor! Großartige Nummer. Muss ich ehrlich sagen, ich kann sie gar nicht oft genug sehen. Immer wieder frisch. Ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Ja. Ich dachte hier. Oh, ein schöner Anlass, Manschettenknöpfe, ich weiß, wie wichtig dir ein gepflegtes Äußeres ist. Ja. Und da steht drauf, trust me, I'm a doctor. Ich wollte sie eigentlich Frau Schawan schenken, aber die braucht sie ja nicht. Nein. Als Frau braucht sie ja keine Manschettenknöpfe. Sag mal, du bist doch Doktor, oder? Ja, noch. Ja. Wie ist das eigentlich? Was sagst du zum Fall Schawan? Ist es berechtigt? Ist es Hysterie? Nein, der eigentliche Skandal ist doch, dass dich keine Sau für deine Doktorarbeit interessiert, wenn du nicht Minister wirst. Also das ärgert mich am meisten daran. Ja. Die Leute hätten sich damals schon mal die Zeit nehmen sollen, die zu lesen und vor allen Dingen junge Menschen in ihrer Blüte, in ihrer geistigen Schaffenskraft zwischen 20 und 30, wo sie unbetreut Doktorarbeit machen müssen, laufen ins Leere. Und das ist der Skandal. Daran sollte man was ändern. Und das könnte vielleicht eine Bildungsministerin machen. Hier kommt ja massiver Beifall.
Und ganz ehrlich, ich habe natürlich auch gemogelt, aber es ist bei deiner Doktorarbeit? Ja, es hat bislang sich noch keine Sau dafür interessiert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich was gesagt. Was war das Thema deiner Doktorarbeit? Die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der hyperdynamen Phase der Endotoxinämie. Hey. Was? Willst du das vertiefen? Was heißt denn das? Das heißt, Blutvergiftung ist nicht gut. Ah! Das ist aber ein gutes Thema. Hast du auch Angst vor Blutvergiftung, Pierre? Ich habe überhaupt vor allem Angst, was mit Bakterien und Viren zu tun hat. Stimmt das, dass man da so einen roten Strich dann bemerkt bei einer Blutvergiftung? Wie merkt man eine Blutvergiftung? Kann sein, ja. Aber wenn man es bemerkt, ist es meistens schon spät. Also es ist besser, wenn es jemand anders bemerkt. Also, ja, aber was sind denn die Symptome für eine Blutvergiftung? Na, du kriegst tatsächlich eine... Also Bakterien verursachen das. Die haben Endotoxin in ihrer Hülle und das geht dann ins Blut und aktiviert zum Beispiel... bestimmte Systeme, die dann Blutgefäße erweitern, dein Blutdruck sinkt, du kriegst Fieber, du hast Sepsis, also Schock. Ja. Und das ist auf den Stationen ein ernsthaftes Problem. Also die gefährlichsten Keime sind ja just da, wo man dachte, man wäre sicher vor ihnen, nämlich im Krankenhaus. Großes Thema. Ich habe eine Zahl gehört, 50.000 Tote pro Jahr im Krankenhaus, dadurch, dass der Arzt sich nicht die Hände wäscht. Ja, das ist für Privatversicherte wie dich besonders gefährlich, wenn der Chefarzt dann so besonders jovial sagst du nur, hallo Chef, aus der Ferne ist sicher. Ja. Oder die Hände gar nicht über die Decke geben, wenn der Arzt reinkommt. Ja. Aber dann bist aber du für alles verantwortlich, was an den Händen klebt. Ja, aber also, ist das wirklich so extrem mit der Hygiene oder wird das übertrieben in Krankenhäusern? Nee, das ist ein ernsthaftes Problem. Aber es beginnt damit, dass wir viel zu viele Antibiotika verwenden. Mhm. Da geht's los. Mhm. Aber warum gibt es da nicht mal eine Gala? Es gibt dauernd irgendwie Galas für irgendwelche Krankheiten. Für Marken, okay. Ja. Aber eine Sepsis-Gala. Ja. Wo so richtig versiffte mit so einem roten Prominente. Band. Ja. Dass man nicht so trägt, sondern so. Ja. Wo versiffte Prominente zu dreckigen Telefonhörern greifen. Ja. Wahrscheinlich ist er. Aber die Hölle ist doch der gute alte Telefonhörer, ist es doch gar nicht mehr. Es ist doch mittlerweile. Die Tastatur. Oder? Das ist doch der Wahnsinn. Oder Auswurf und dann gleich die App. Das ist doch, richtig Schmierinfektion, sehe ich doch da kommen. Alles. Ja? Man will es gar nicht so genau wissen. Ja, es ist... Aber Pierre macht mir auch ein bisschen Sorge, oder? Er guckt ich so... Ich bin froh dass und dankbar, dass er überhaupt hier ist. Er ist erkältet. Ich bin, also, bin ein bisschen erkältet und jetzt habe ich echt ein bisschen Angst, weil mich hat eine Katze gekratzt. Hier, da. Eine Katze? Kann man da, ja. Ich ja? Ja. So war die Katze geimpft? Ich weiß nicht, ich habe nur so nachgeguckt. Nein, du musst dich impfen. Ich muss sie, das war nicht meine Katze, das war eine Katze und... Ah, du kanntest sie nicht? Ich kannte die Katze nicht. Ich habe die Katze in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, wo die Kinder sind nicht von mir. Wo ist es denn passiert? Ich kann mir doch nicht jede Muschi merken. Also, was ist passiert? Und ja, du kommst also mit zwei Pikolöchen zu deiner Lebensabschiedspartnerin in zurück in Baden-Baden. Und da ist die 400 Kilogramm schwere Angora-Katze. Ja. Stürzt auf dich zu, diese Bestie. Und dann habe ich mal geschaut, wie sich ein Winterreifenabdruck auf ihrem Fell macht. Ja. Ja. Ja, wieso? Aber das, sowas siehst du als Diagnose? Ja, einmal Doktor, immer Doktor. Ja? Ja. Und das heißt, was willst du? Das geht mir auch so, wenn ich Frauen sehe mit so einem tiefen Dekolleté, wo gucke ich hin? Auf die Schilddrüse. Ich kann nicht anders, das ist gelernt. Genau, und zwar heißer oder kalter Knoten. Ja. Ja. Ist der Lappen erweitert? Oder weg? Ja. Und dann wischst du aber auch hinterher ab, wenn du die Schilddrüse untersucht hast, ne? Oder? Das ist für mich immer das Tolle. Hast du mal eine Schilddrüsenuntersuchung gekriegt? Noch nie. Da kriegst du so ein Gel drauf und da wird dann, wahrscheinlich ist es irgendwie eine alte Schuhsohle oder so, man sieht es ja nicht, mit der rumgefahren wird. Aber es wird einem behauptet, es sei Ultraschall. Dazu läuft ein Videospiel auf dem Monitor. Mit so Schneesturm. Und wenn es fertig ist, beim Privatpatienten wische ich der Professor selber ab. Und die Kassenpatienten können gucken, wie sie den Schwanz wegkriegen. Ja, ja, aber Schilddrüsen zu untersuchen macht viel Sinn, weil viel von dem, was man für bayerische Lebensart hält, ist einfach Unterfunktion der Schilddrüse. Ist zum Hypothyreose. Beispiel? Ah ja, genau. Ja. Was ist denn jetzt mit Pierre? Pierre wollte ich den Kopf gerade rücken, weil er hat vorhin geklagt darüber, dass er so ein bisschen verdrehte, die Welt sich vor seinen Augen dreht. Ich habe gestern viel Ingwerscheiben in Rum aufgelöst. Das ist gut und viele wollen ja dann nichts, keine Medikamente nehmen und die wollen einfach was Natürliches und da gibt es was Neues. Ganz kurze Frage, wo ich höre, Ingwer. Ist es gefährlich, wenn man Ingwer rektal einführt? Ich habe das gehört in Berlin auf Premierenfeiern. Ist das sozusagen, weil die Leute weg sind vom Rauschgift, wird das jetzt häufiger mal gemacht, gerade in der kalten Jahreszeit. Gefährlich für wen jetzt? Für den Ingwer? Ja, nein, Ingwer Bergmann, nein, für den... oder heißt der Ingwer Berghain? Nein, für den Regisseur, also für den Einführenden. Ingwer?
wir jetzt auch zum Einführungspreis. Ja, aber jetzt drückst du dich vor der Antwort. Nein. Also ich habe davon noch nie was gehört und deswegen... Ja, weil du dich nicht für Theater interessierst. Ich interessiere mich für Medikamente, die es, ja, einfacher haben, in den Körper zu kommen. Ah, okay. So. Ja. Also schon Schulmediziner, ja? Na klar, das ist das Beste, was wir haben. Aspirin zum Beispiel ist ein rein pflanzliches Mittel. Ja. Es kommt von der Weidenrinde und der Neandertaler ist gegen die Weidenrinde gerannt und hatte tierisch Kopfschmerzen und das Mittel war direkt vor seiner Nase und er wusste es nicht. Ich finde, wir haben einen Fortschritt. Absolut. Was ist denn jetzt mit Pias Kopf? Den wollte ich noch schnell... Ah, Forschung! Schnell versuchen, den Kopf wieder gerade zu rücken. Aber nichts mit irgendwas hinten rein oder so. Nee. Ja, das ist rein pflanzlich, also rein mechanisch. Setz dich da mal hin. Ja. Ach, das sieht aber toll aus. Und wirklich bei akuten Schwindelzuständen einfach fest am Kopf montieren und dann nach links, wenn es sich nach links drehen soll, nach rechts. Ja, du bist soweit? Ja, ich fühle mich schon viel besser. Aber ich glaube, zweimal rum würde dir auch... Hinten hakt es immer so ein bisschen. Alter! Und hier? Besser? Ich kann wieder gehen! Ein Wunder ist geschehen! Sensationell! Sensationell! Privat oder Kasse? Privat, selbstverständlich. Privat. Sensationell. Mehr dazu in der Wunderheiler-Show dann. Mehr dazu in der Wunderheiler-Show. Wann ist die? Ab Herbst gibt es die Termine und jetzt schon die Tickets erwerben. Ja. Wir machen kurz Werbung. Danke, Pierre. Danke, Eckhardt, dass du hier warst. Und wir sehen dich gleich wieder nach der Werbung als Gast. Eckhardt von Hirschhausen, gleich in der Harald Schmidt Show. Charlotte und Ben, meine Damen und Herren, das ist das aktuelle Buch meines heutigen Gastes, Dr. Med Eckhardt von Hirschhausen. Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Ich freue mich sehr, er ist ein seltener Gast auf unseren Bildschirmen. Er macht sich rar, man sieht ihn kaum. Heute gibt er uns die Ehre. Herzlich willkommen, Dr. Med Eckhardt von Hirschhausen. Ewigkeiten nicht gesehen. Ja, toll, dass du mich noch mal einlädst. Ja, ich bin wirklich froh. Ich weiß auch nicht, was die anderen sagen. Ihr habt doch Zuschauer. Was heißt denn die anderen? Ja, was man so hört. Ja, was man so hört. Das ist aber wieder diese Branchenhetze und so weiter. Deswegen ist es gut, wenn man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Auf die man sich verlassen kann. Die gerne Wetter, immer kommen. Am Abend vor Weiberfastnacht, da... nehme ich mir Zeit. Machst du ein Sabbatical, wie das zurzeit so viele machen? Weil ich mich so rar mache. Weil du dich so rar machst? Oder, Mit der Omnipräsenz, das ist ja wirklich ein, du alter Medienhase, kennst dieses Spiel. Erst wollen sie einen entdecken, die Journalisten, dann sind sie ganz heiß. Dann ist man sozusagen entdeckt und dann bist du eigentlich nur noch interessant im Abfall, also im Sturz. Ja. Wie die klassische Heldensage. Und, deswegen nehme ich das relativ gelassen, wenn Leute sagen, ich bin zu viel im Fernsehen, dann frage ich immer zurück, woher wissen Sie das? Also, das liegt nur daran, dass Oder du Leute versuchst, durch Meditation zu lösen, indem du die einzelnen Phasen, die du gerade beschrieben hast, nicht mitkriegst. Das geht auch. Weißt du, das ist immer kontinuierlich. Du hast jetzt ein neues Projekt mit Helmut, ich hatte die ganze Minibar Karasek. das ist, glaube ich, ein radikal neues Format, was ihr da macht, oder? Das ist die radikale Rückbesinnung auf das, was Comedy ja eigentlich auch ist, nämlich eine literarische Tradition des Witzeerzählens. Und Helmut habe ich kennengelernt. Karasek. Ja. Bei einer Lesung und wir haben danach lange an der Bar gesessen und uns Witze erzählt. Und wir lieben beide dieses Genre und das hat ja so ein Ogu, das gilt ja als unschicklich. Und dabei ist es wirklich eine tolle zeitkritische Begleitung. Er erzählt wunderbar jüdische Geschichten, Witze, Humor. Billy Wilder zum Beispiel war Kulturbeauftragter für die amerikanisch besetzte Zone, unter die auch Bayern mit Oberammergau fiel. Ja. Und dann Oberammergau den Antrag gestellt, ob sie die Passionsspiele wieder aufführen können. Das einzige Problem war, der Jesus-Darsteller war ein bekannter Nazi. Lange. Ja.
Und Wilder musste das genehmigen und er schrieb zurück, ja, einzige Auflage der Kulturbehörde, sie verwenden echte Nägel. Das finde ich, solche Geschichten haben einfach über den Witzcharakter hinaus einfach eine tolle... gesellschaftlichen... Ja, und wir philosophieren über die Psychologie des Humors, worüber lachen wir, was sagt das über die Zeit, was sagt das über einen selber. Und das ist eine ganz spannende Sendung, die am 12.02. in der ARD läuft und dann nochmal zweimal im WDR und auch als Hörbuch. Erhältlich. Hast du das zufällig schon hier? Ja, ich dachte, ich mache dir eine Freude. Du bist so scheu, komme ich halt für dich in die Kamera. Ja. Das ist das. Ist das ein Witz? Dr. Helmut Karasek und Dr. Eckart von Hirschhaus. Wie heißt denn die Sendung? Ist das ein Witz? Ist das ein Witz, genau. Du merkst es hier beim Studiopublikum, das wird ein Erfolg. Ja, wenn es in Serie geht, habt ihr genügend Witze. Hast du einen Lieblingswitz? Ja, ich habe einen Lieblingswitz, aber den kann ich nicht erzählen. Die Pointe ist, jetzt schau mal gut zu. Merkst du eigentlich regionale Unterschiede, was Witze angeht? Ja, ich hab einen Bildwitz mitgebracht über die globale Erwärmung. Und daran merkt man deutliche regionale Unterschiede. Weil viele... Das ist die Stringtheorie der globalen Erwärmung. Und... Weißt du eigentlich, warum die schwäbische Hausfrau keine Stringtangas mag? Keine Ahnung. Man kann keine Putzlappen draus machen. Und siehst du hier in Köln, das ist ein Lacher, neulich in Stuttgart an derselben Stelle, Totenstille. Ehrlich? Bis einer dazwischen rief, aber Zahnseide. Deswegen, wir wollen es uns nicht vorstellen. Ja, hast du auch Lieblingswitz, Pierre? Ja, soll ich ihn erzählen? Erzähl ihn doch mal kurz. Ein Mann parkt auf dem Behindertenparkplatz, eine Montessori-Mutter regt sich auf, dass ihr fast die Bionade aus der Hand fällt und sagt, entschuldigen Sie, welche Behinderung haben Sie, dass Sie hier auf diesem Parkplatz parken dürfen, sagt er, Tourette, du Fotze. Der ist super. Kanntest du? Ja, ich liebe ihn. Haben wir noch Zeit, dann erzähle ich noch einen. Ja, na klar, klar, klar. Weil, ich zitiere dich sogar wörtlich in der Sendung. Oh. Du hast mal was sehr, sehr Weises gesagt, nämlich über Behindertenwitze. Du sagtest, wenn man keine Behindertenwitze erzählt, grenzt man sie ja erst recht aus. Ja. Und deswegen ein Stottererwitz. Ah. Ein Stotterer bewirbt sich, Bibeln zu verkaufen. Tür zu Tür. Und kriegt eine mit, weil der Betreiber dieses Bibel... ist ein Menschenfreund. Er sagt, hier, probieren Sie mal Ihr Glück. Wenn Sie es verkauft haben, dann kommen Sie zu mir. Zack, eine halbe Stunde später sind wir da. Verkauft. Am Abend hat er 20 Bibeln verkauft. Und der Mann von der Mission sagt, Entschuldigung, ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, wir machen das hier seit vielen, vielen Jahren. Noch nie war jemand so erfolgreich im Tür-zu-Tür-Bibelverkauf. Ja. Ich verrate es nicht weiter, aber was ist bitte Ihr Geheimnis? Und er sagt, ganz einfach, ich klingel und sage, hier ist eine Bibel. Wollen Sie kaufen oder soll ich vorlesen? Ich habe ja auch meine Stiftung Humor hilft heilen für Clowns im Krankenhaus und für den therapeutischen Einsatz von Humor. Und da steckt ganz viel Wahrheit drin, weil wir lachen eigentlich nicht über den Stotterer, sondern wir lachen über unsere eigene Befangenheit im Umgang mit Stotterern. Ja. Und deswegen ist das ein schöner Witz, der zeigt, wie man aus einer Schwäche auch eine Stärke machen kann. Sehr schön, damit hätten wir auch diesen pädagogischen Bogen geschlagen. Ja. Wir haben jetzt dein Buch. Wir haben das Hörbuch mit Karasek. Die Sendung läuft wann? Am 12. Februar. Was ist das für ein Tag? Das ist fast nach Dienstag, glaube ich. Oh, um wie viel Uhr in der ARD? Beste Sendezeit. Also beste Sendezeit. Kurz vor Mitternacht. Also Dienstag kurz vor Mitternacht. Ja, das ist eine gute Sendezeit. Für die Sendung ist es eine Top-Sendezeit. Nein, wirklich. Nein, weil die Leute müssen ja sozusagen in so einer Witze- und Karnevalstimmung sein. Oder? Ja, die müssen. Oder nicht? Genau. Schön, dass du wieder hier warst. Ich freue mich immer, wenn du kommst, weil es ist immer ein tolles Programm. Und ich freue mich, wenn ich brandneue Nummern von dir sehe und sage dir, Mann, hast du die noch kurz vorher? Geschrieben. Eckart von Hirschhausen. Dr. Eckart von Hirschhausen. Pierre M. Krause, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Morgen Abend Gast Helge Schneider. Bis dahin. Ciao.